Hey Leute, hier ist der Aldemar zurück mit The Ascent. Die Simulicious ist dabei und wir töten fleißig voran. Hallo. Hallo, hallo. Immer dieselbe Tonlage. Hallo. Oh. Hallo. Schon seit Fallout 76 Let's Play immer dieselbe Tonlage. Ich will auch so einen Regenschirm. Gib mir deinen Regenschirm, komm. Die sind bestimmt irgendwann mal in. Ja. Dauert ein bisschen. Die gab's doch schon, solche Regenschirme. Ja, die oder? Gibt's ja auch. Aber ich ewig nicht mehr gesehen. Aber wer benutzt denn heute noch einen Regenschirm? Ich wollte gerade sagen, ich benutze einen Regenschirm. Und setzt Kapuze auf und rennt. Was, wo sind wir denn jetzt hier? Weiß ich nicht. Was ist denn das hier? Die Schwämme. Das ist wahrscheinlich ein Sicherheitskorridor. I gotta admit, it's real strange OV decided to grab havers from the low tiers. Even if they're alphas, what do they want with them? Then again, everything's kind of fucked right now. The Ascent Group AGI going quiet to that just shouldn't happen. The Tangle's all abuzz with conspiracy theories. I've been a bit too focused on our little project in here. It actually feels quite good to reconnect to the world for a bit. Hey, der arme Schwabbel. Ich hab ihn noch gar nicht getroffen. Ich glaube, wir müssen. Ist die U-Bahn? Da wollen wir nicht hin. Vergiss ja nur diese Kisten. Hammermann. Hammermann. Wow, shit. Wir hätten das mal abgeben sollen, irgendwo die Kopfgelder. Hätten wir an die Stadt noch zurückgehen sollen. Naja, kann man einfach machen. Ja. Ah, hinter uns? Ah, das. Arsch! Loch. Wirft er auch eine Splittergranate? Aua, was ist denn los? Ist das ein Granatwerfer oder so? Da kommt einer im Schild. Denk dran hochzielen, wenn du über Deckung schießen willst. Jetzt ist der rausgegangen, wo ich die Granate dahin geworfen habe. Oder hat sie den getötet? Ich kann sein. So, weil habe ich nicht richtig hingeguckt. Da ist ein Bein in die Kamera geflogen. Was macht mehr Spaß, als Unschuldiger zu erschießen? Ach. Hinten ist Kiste. Wehrlose, schnelle Opfer. Augmentation war das, glaube ich. Nee, da stand Komponente. Ach so. Das ist fürs Upgraden, glaube ich, ne? Ist das hier Zuge verwehrt? Ja, gut, hier runter. Da kommen wir auch nicht rein. Aber ich muss aufpassen, nicht jetzt zum Checkpoint springen, dann schießt das Geschütz auf uns bestimmt. Du musst dich dann mal irgendwie heilen, weil. Wenn es geht. Also, wir müssen uns immer entscheiden, wenn wir so einen Gang haben, muss immer einer auf der einen Seite und andere auf der anderen Seite gehen. Dann können wir uns vielleicht ein bisschen besser. Aber ich glaube, wir müssen hier hochgehen. Ah, okay, Entschuldigung. Entschuldigung. Huh? Ich habe einen erschossen, der war unschuldig. Oh, das ist ein Gegner gespawnt. Jo. Oh,
Oh, guck mal, ne. Die vergisst man immer schnell, die Fähigkeiten. Hier, wir haben so einen super Fahrstuhl. Was ist das denn hier? Sind das Geschütze? Super Fahrstuhl? Ist noch so ein super Fahrstuhl? Ist es hier drin? Achso, da kann man irgendwie reingehen, ne? Ja, hier ist Loot. Achso, ich bin wieder rausgegangen. Ich weiß nicht warum. Gesperrt, Eis minus 2. Weißt du, was das bedeutet? Aufgemacht. Nee, hast du nicht. Hä? Aber mir stand gerade, dass es ging. Nö. Okay, dann nicht. Nö. Was ist denn dieses... Ist das irgendwas bei Cyberdeck? Was ist denn Cyberdeck? Ich dachte, es ist... Ja, das hat... Ich weiß auch nicht. Ich habe auch schon Sachen gefunden. Da stand irgendwie Cyberdate Upgrade. Aber ich weiß nicht, wie ich das installiere. Oder... Ob das automatisch ist. Oder... Ah, ich hasse diese Stadt! Ja. Ach, cool. Meine Güte, sieht das gut aus. Alter, was für eine scheiß Arbeit das gewesen sein muss. Ja. 12 Mann, ne? Habt ihr Kriminelle irgendwo gesehen, die einfach wahllos Leute erschießen? Wir sind wie Team America. Hauptsache zum Ziel, ey. Sind wir überhaupt richtig? Das sieht nicht richtig aus. Doch, hier ist ein Wegpunkt, da, bei dem. Der fragt, ob wir ihnen helfen sollen. Ich sag mal, ja. Super. Also es geht um Folgendes. In der Schwemme ist ein Gefängnisausbruch im Gange. Genau, die Insassen sind 30 geworden und haben einen Ausgang gefunden. Ein paar sind schon auf dem Weg, aber wir könnten noch viele, viele weitere kommen. Ach, das ist der Knast auf deiner Seite wahrscheinlich. Irgendwie sind sie an einen riesigen Mech rangekommen. Super. Da wissen wir schon, wer der Boss ist. Ja, dann, ja gut, dann machen wir halt das. Willst du jetzt erst das machen? Na gut. Was steht denn da für ein Level bei der Quest? 15. Ich seh's ja nicht. 15. Warte, wo ist denn jetzt die Hauptquest? Wir haben schon 5 Kopfgelder. Aber gehen wir mal der Hauptquest gucken erstmal. Wow, cool. Wow. Also. Oh Gott, hier gibt's wieder ganz viele Questen. Das ist eine neue Stadt? Wahrscheinlich. Ich bin hier runter. Ah, hier. Ich glaube, der Laden passt sich nur dem Level an oder so. Jetzt gehen wir weiter. Okay, wir müssen mal hier, lass uns mal die Kopfgelder irgendwie abgeben. Dann müssen wir ja, aber wo? Gibt's hier eine Bar? Ich habe keine Ahnung. Gute Frage. Hier ist auf jeden Fall die Quest hier drin. Wo bist du hin? Einfach weitergelaufen. Oh Gott, wo sind wir denn? Weiß ich nicht. Guck mal, mein cooles Tattoo. I'm 438 hung, and you're in a timer. Attacked a meeting. I have no idea what you're jabbering about, but that ugly speech hole of yours would be much improved by staying closed. So you've lost a few Abbers. How does this concern Onyx Void exactly? Onyx Void, das ist so ein Söldner-Ding. Careful where you point those digits, Indent.
but as it happens, you're in luck. I know where your precious habits are, but there's an inquiry fee. Haben wir so viel? Nein. Do a small job for me, and you'll get the information. Natürlich, mach den kleinen Job für mich und dann machen wir das schon. One of my operatives is being held by the Rojin. Of course not. He spoiled goods. Flatline both him and the Rojin holding him. No witnesses. Onyx Void always cleans up. The operative is presently being entertained at a Rojin Oyabun's penthouse in the top of the East Gemini Tower. Expect a warm reception. I want my operative tag as proof of the termination. Do not fail me. Onyx Void always cleans up. Ja, anscheinend nicht. Wir müssen ja alles aufräumen. Hier oben ist vielleicht, guck mal, das ist so ein Antennensymbol. Ist das vielleicht für... Ah, wir kommen da nicht hoch. Okay, komm, dann suchen wir mal Quest annehmen und so. Ah, ich will zuerst. Hä? Ich glaube, das hab ich gekriegt. Die ist ja, Quest. Hier sind ganz viele Questen, Nebenquesten. Off-World Logistics. Dann nimm du die mal an. Kannst mir dann erzählen, was da los ist. Ich geh mal bei dir gucken. Ja. Want to get jazzed? Beutedrohne. Aha. Ich kann... Okay, der Typ will irgendwie, dass wir sein Gepäck abholen. Was ist das da? Das ist hier gibt's Augmentationen. Ja. Kannst du Chrom angucken machen und dann... Chrom angucken? Ja, dann verkauft er Augmentationen. Ach so, ja gut, ich hab ja hier schon Sachen. Gott, ich habe ja schon wieder Skillpunkte. Ich muss maskeln. Was willst du denn eigentlich immer so? Damage, halt Waffenhandling, kritische Treffer und viel Vitalität, ja. Auf jeden Fall. Ja, mach ich auch. Ich mach einfach Querbeet. Ja. Ah, hier, ja, hier ist ein Antennensymbol. Was ist eigentlich das Antennensymbol? Talk? Ach so, das ist Feed. So, hier habe ich so ein... Ah, ich sehe, glaube ich, wo man das Kopfgeld abgeben könnte. Grateful Abbot vielleicht? Ne, da mit dem Beutel vielleicht. Das Symbol mit dem Beutel. Meine Güte. Hier, genau. Gesammeltes Kopfgeld verkaufen. Hier beim Laden. Ich hab's jetzt noch nicht gemacht. Warte, ich hab hier noch. Ich hab hier noch so eine Quest. Ja, dann nehme ich ja auch die Quest noch an. Hä? Okay, hier verkauft einer Gammelfleisch. Den müssen wir zusammenschlagen. So, soll ich Kopfgeld abgeben oder willst du das machen? Kannst du ruhig machen. Okay, gucken wir mal, was da rauskommt. Oh, es gibt doch nur 1000 dafür pro. Das ist ja enttäuschend. Das ist schon erbärmlich. Ja, vielleicht, weil die noch so leicht sind. Vielleicht später gibt es bestimmt mehr, wenn die dann schwer sind. Oh, ich habe ziemlich gutes Equipment. Ich brauche eigentlich nichts kaufen. Robobeine. Are you up?
Was mit dem Auge? Was da nochmal? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss die Kopfgelder noch abgeben. Ist der oben oder unten, der Typ? Unten, ne? Das hier, warte. Unten. Hier? Nee, hier. Should you happen to flatline us? I imagine he put up quite a fight. Die kamen auch irgendwie alle auf einmal, ne? Mhm, ja, und seitdem jetzt aber nicht mehr. Ups, Entschuldigung. Als ob dir es leid tut. Du Heuchler! Du würdest doch hier alle umnieten, sobald du eine Knarre zücken könntest. Das würdest du machen, ja. Und da würdest du mitmachen. Vielleicht. Der andere hat eine coolere Brille als ich. Was fällt dem ein? Du stehst, als wenn du hier so Bodyguard machen würdest. Ich auch. Pass auf, das kann. Du musst so hin und her gucken. Oh, ist schon vorbei. Organe verpfänden, super Idee. Mhm. Haben wir überhaupt noch Organe oder ist das nee, nicht wahrscheinlich schon alles nicht. Hier, ne? Platztausch. Hier lang. Ich habe jetzt die Beutedrohne mir geholt. Ich weiß aber nicht, wie ich die benutzen kann. Beutedrohne? Ja, bei den Augmentationen. Was macht sie? Wahrscheinlich für uns looten. Hm. Ja, aber gut, das kann man doch selber machen eigentlich. Vielleicht fliegt sie aber auch. Guck mal, der kotzt. Du schubst ihn auch noch, der Arme. Der ist echt nicht geil. Ja, kein Wunder, dass die kotzen. Der hat ja Gammelfleisch da verkauft, deswegen müssen wir ja den Gammelfleisch-Typen zusammenschlagen. Ah, es geht los. Kann man Augmentation durchswitchen oder gibt es nur eine aktive? Ich glaube, es gibt nur eine. Ich bin mir nicht sicher. Ne, Moment. Du kannst ja auch verschiedene Slots ausrüsten. Du meinst jetzt nicht dieses Spezial, ne? Oh, die sehen was tapfer aus. Neue Gegner. Oh, shit. Da liegt ein Regenschirm. Ja. Das ist irgendwie so Yakuza. Und hat das jetzt irgendwas gemacht, deine Drohne? Nee. Ich muss sie wahrscheinlich durchswitchen, aber ich weiß nicht wie. 2, 3, 1. Also, er ist auf Augplatz 2. Ich guck mal gerade. Deck, Eis ist C. Cyberdeck halten, Hecken und Eis ist C gedrückt halten. Müssen wir uns mal merken. Taktisch, G, Waffe wechseln. Augmentation an E und Q. Okay. E und Q, okay. Ja, Q ist ja das. Ah, ich bin auch sowas. Da. Ja gut, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Aber. Franzi. Ja, aber Franzi geht wieder weg gleich. Wie die mich angucken, mir den Kehlschnitt zeigen und dann, wenn die laufen werden, werden die viel effektiver. Mach's gut, Franzi. Okay. Wir müssen hier rein, glaube ich, hier, oder? Die Raketen sind so geil. Wahrscheinlich müssen wir hoch. Ne, wir müssen hier. Ne, wir müssen hier hoch. Wir sind falsch. Mann, hier in so einer blöden Ecke.
Hä? Der schöne Mark! Monster! Ich habe auf dich geschossen. Nein, nein, du hast bestimmt aufs Auto geschossen. Nee, auf dich. Ich seh nix. Hä? Nee, hier geht's gar nicht weiter, oder? Ja, hier. Whee! Ah! Cool. Ich muss nur warten, dass auch ein Fahrstuhl kommt. Ah, jetzt. Bei Miss Cutscene. Bei dir auch? Ja, da sind wir doch. Ah. Yeah, warum haben wir Pistolen? Weiß ich nicht. You can't have it. Mann, und dabei wollten wir nur reden. Der ist unsichtbar. Komm mit Messern zu einem. Scheiße. Einfach schießen, die explodieren dann einfach, wenn sie vor dir sind. Mach den Typen da weg, schnell, noch ein Schuss. Ich bin leider down. Du hast ihn. Lauf. Okay. Ja, wo soll ich denn hinlaufen? Ist alles okay? Ist alles in Ordnung? Ich war der Erste, der down war. Nicht du. Okay, diesmal zusammen. Los geht's. Aber jetzt mal die Cutscene. Achtung, geht los. Jetzt mal den großen Unix-Typen da. Ah, Mist. Ah. Komm mal neue. Bist du noch am Leben? Ja. Ich bin jetzt down, scheiße. Du hast ihn. Ich krieg mal hier in Deckung. Hinter dem Blumenkübel. Timmy! Timmy, Licious! Ich bin gleich tot. Ist doch ein. Alles Kasten. Okay, ich hab dich gerettet. Alles gut. Alles, keine Sorge, keine Sorge. Ich hab das anders in Erinnerung. Was auch immer das war. Fortschrittliche Komponente. Pick up. Bounty. Da waren irgendwie zwei Gegner. Einmal Dr. Ja. So und so und. Ja, es war Bounty und der Onyx-Typ. Ja, wir haben gerade mal so eine. Ja, keine Ahnung, wir haben anscheinend so einen Yakuza-Clan ausgelöscht und jetzt gehen wir wieder. Business as usual. Wir waren, ne? Also wir sind nur einfach so ein Kanalrattenarbeiter unterbezahlt und können hier alle töten. Oh, da ist eine Kiste da hinten. Wo? Ah, da unten. Ja. Können wir da hingehen oder? Wo müssen wir denn jetzt wieder hin mit der Quest? Abgeben? Da lang. Oh oh. Wieder hochgehen. Mann, die sind sauer. Ja, wir haben ja auch ihre Yakuza-Freunde umgebracht. Wir haben hier einen Boss umgebracht, den bezahlt doch keiner mehr. So, ja, wäre ich auch sauer. Andererseits, wahrscheinlich würde ich dann trotzdem einfach eher nach Hause gehen, weil ich meine, wenn mich keiner mehr bezahlt, brauche ich auch für niemanden mehr kämpfen. Also, ups. Drauf. Jetzt sollen wir wieder zum Void gehen, glaube ich. Warte mal, wir können ja noch das eine Kopfgeld abgeben.
Zwei sogar. Newcrats. A nice sum of Newcrats. Yo yo Newcrats, Newcrats, yo yo. Yo yo Newcrats, Newcrats, Crats. Halt, bevor wir da reingehen, müssen wir aufhören. Liebe Leute, bis zur nächsten Folge The Ascent. Tschüss. 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 Soll den Kopf gehustet. Unfassbar.